Im heutigen Video möchte ich euch über meine Erfahrungen mit dem Essen und den Getränken im Sentido Mamluk Palace berichten. Ich war während meines Aufenthalts in den meisten Restaurants unterwegs und teile jetzt hier meine Eindrücke mit euch. Den einen oder anderen Tipp packe ich euch wie gewohnt natürlich ins Video. Erstmal ein bisschen was Allgemeines. Insgesamt verfügt das Hotel über 10 Restaurants. Dabei handelt es sich um 9 à la carte Restaurants, die ausschließlich abends geöffnet haben, und um ein Hauptrestaurant, wo man halt frühstücken, Mittag und Abend essen kann. Außerdem gibt es noch 3 Anlaufpunkte, wo man mittags Snacks bekommt, falls man einfach mal nur was Schnelles auf die Hand haben möchte und einfach keine Lust hat, ins Restaurant zu gehen. Das Shazad ist dabei das Hauptrestaurant und befindet sich direkt unter der Lobby. Ich hoffe, ich habe das Restaurant halbwegs richtig ausgesprochen. Ich war ja bereits in vielen Hotels hier in Ägypten und Hurghada unterwegs, aber hier haben die, was die Namen der unterschiedlichen Restaurants angeht, echt den Vogel abgeschossen. Also das hätte man auch ein bisschen simpler halten können. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht mögen das ja auch die einen oder anderen von euch, dass alles etwas mysteriöser klingt. Ihr werdet später auch im Laufe des Videos noch verstehen, was ich damit meine. Okay, zurück zum Restaurant. Frühstücken kann man im Hauptrestaurant morgens von 7 bis 10:30 Uhr. Das Mittagessen gibt es dann von 13 bis 15 Uhr und das Abendessen von 19 bis 22 Uhr. Wer einen sehr späten Flug oder einfach große Verspätung hat und noch später ins Hotel kommt, der kann auch zum Late-Night-Buffet gehen. Das gibt es täglich von 22:30 Uhr bis 1 Uhr nachts und ist ja quasi das Abendessen, allerdings halt ein bisschen in abgespeckter Version. Die Auswahl ist also etwas reduziert. Die übrigen 9 à la carte Restaurants sind über das Gelände vom Sentido Mamluk und dem Sunrise Garden Beach verteilt. Beide Hotels habe ich euch auch mal in die Videobeschreibung gepackt. Geöffnet haben alle à la carte Restaurants, genau wie das Hauptrestaurant, abends in der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Schön ist, dass man jeden Tag in die à la carte Restaurants gehen kann, allerdings ist eins davon kostenpflichtig und muss extra bezahlt werden. Die anderen 8 Restaurants sind aber kostenlos und man kann die auch so oft während des Aufenthalts besuchen, wie man möchte. Bei so einer typischen Reisezeit von 7 Tagen schafft man es also nicht mal, alle à la carte Restaurants einmal zu besuchen. Was auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite auch wieder gut, gerade für Leute, die vielleicht 2 oder 3 Wochen bleiben. Reservieren kann man entweder direkt in der Lobby an einem Touchbildschirm oder sogar online vom Zimmer aus, was ich besonders cool fand. Dazu gibt es beim Check-in einen QR-Code, den kann man mit dem Handy scannen. Damit gelangt man dann auf die Internetseite vom Hotel und dort gibt man dann auch die gleichen Daten ein wie bei der Rezeption. Abgefragt wird da einfach nur die Zimmernummer und das Geburtsdatum von demjenigen, über den das Zimmer halt gebucht wurde. Ein kleiner Hinweis: Man kann immer nur für den nächsten Tag ein à la carte Restaurant buchen. Also am Tag der Anreise könnt und solltet ihr direkt für den nächsten Tag ein à la carte Restaurant buchen, sonst esst ihr die ersten 2 Abende in Folge im Hauptrestaurant. Das muss sich zwar überhaupt nicht verstecken, aber es ist halt ein bisschen eine andere Atmosphäre. Ein kleiner Nachteil ist, man kann sich bei der Reservierung keine Speisekarten anzeigen lassen. Also man bucht so ein bisschen ins Blaue hinein, gerade am ersten Tag, und geht dann nach seinem Bauchgefühl. Wenn man Zeit hat, kann man natürlich vorher zu den jeweiligen Restaurants hingehen, die einen interessieren, und sich die Speisekarte dort zeigen lassen und erst danach buchen. Also das könnte meiner Meinung nach noch verbessert werden. Es wäre jetzt auch nicht wirklich ein Aufwand, da die Menükarten gleich bleiben und sich halt nicht groß ändern. Ich zeige euch aber später alle Restaurants inklusive der Speisekarten. Ja, ansonsten gibt es noch zahlreiche Bars über das Gelände verteilt, darunter zum Beispiel eine richtige Poolbar, das heißt, man kann im Wasser sitzen und sich was zu trinken bestellen, was ich sehr cool finde, oder auch eine Bar direkt im Sand, direkt am Strand. So, das waren jetzt erstmal ein paar allgemeine Infos und jetzt zeige ich euch mal das Essen und wir fangen mit dem Frühstück an. Wie bereits erwähnt, gibt es das Frühstück im Hauptrestaurant direkt unter der Lobby. Die Auswahl beim Frühstück ist riesig und es gibt alles, was man sich so vorstellen kann. Auf der linken Seite fängt es an mit einer Salatbar, wo man sich morgens schon einen Salat individuell zusammenstellen kann. Dann geht es weiter mit fertigen Salaten und zahlreichen Soßen. Ich muss zugeben, dass ich jetzt morgens selten bis nie Salat esse. Wer das aber mag, hat hier auf jeden Fall eine große Auswahl. Als nächstes gibt es dann verschiedene Sorten Aufschnitt, darunter eine Menge Sorten Frischkäse. Da sehe ich mich dann schon eher, genauso wie bei den zahlreichen Sorten Joghurt. Wer morgens vielleicht schon eher Lust auf was Warmes und Herzhaftes hat, findet dazu auch einiges. Es werden unter anderem täglich frisch Omelettes gemacht, außerdem gibt es noch Falafel, Pommes, gebratenes Gemüse und halt Klassiker wie Eier oder warmer Milchreis. Was mich etwas gewundert hat, ist, dass es morgens schon super viel Süßkram gibt in Form von kleinen Küchlein, Donuts, Keksen, alles Mögliche. Ich glaube, so viel Auswahl gab es morgens bisher in keinem Hotel, wo ich war. Insgesamt fand ich beim Frühstück alles super, was das Essen angeht. Was ich allerdings etwas schade fand, was ich auch schon in dem ein oder anderen Hotel kritisiert habe: Man kann Softdrinks nur beim Kellner bestellen. Also wenigstens kann man die überhaupt bestellen, aber man muss sie halt bestellen und kann sie sich nicht selber holen. Das heißt, es gibt zwar Säfte oder Kaffeemaschinen, wo man sich Kaffee selbst holen kann, aber halt nicht die typischen Maschinen, wo es halt Cola, Fanta, Sprite oder halt Wasser mit Kohlensäure gibt. Für mich, der morgens eigentlich immer gerne ja Apfelschorle, O-Saftschorle trinkt,
ist das eher blöd. Genauso wie für Leute, die halt morgens auch schon eine Cola trinken möchten und so ein bisschen vom Zuckerschock wach zu werden. Im gesamten Hotel laufen bestimmt ja, 10 bis 15 Kellner morgens rum, die man dann auch nach Softdrinks fragen kann. Das klappt auch und man bekommt seine Getränke relativ schnell. Aber wenn man halt so zu Hauptstoßzeiten frühstücken möchte, also ich sag mal 8:30 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, dann muss man schon ja, 5 bis 10 Minuten auf jeden Fall warten und das nervt dann schon ein bisschen. Da würden sich auch, glaube ich, alle einen Gefallen tun, wenn man da einfach eine Maschine aufstellt. Also früh morgens oder gegen Ende ist das halt, wie gesagt, kein Thema. Da bekommt man alles in 2, 3 Minuten. Im gleichen Restaurant, wo man morgens gefrühstückt hat, gibt es dann auch in der Zeit von 13 bis 15 Uhr das Mittagessen. Das variiert natürlich immer etwas, gerade was die Hauptspeisen angeht. Aber ich zeige euch jetzt mal beispielhaft einfach einen Tag. Auf der linken Seite sind dann erstmal die sehr gesunden Sachen, also hauptsächlich Gemüse. Wie morgens auch gibt es da bereits fertige Salate. Wer damit aber nicht zufrieden ist, kann sich auch selbst was zusammenstellen. Die Auswahl ist dabei nochmal etwas größer als morgens. Ich selbst fand die fertigen Salate dabei sehr gut und habe mir an keinem Tag die Mühe gemacht und angefangen, da selbst rumzuschnibbeln. Dafür war ich dann einfach zu faul. Ansonsten gibt es mittags immer Nudeln, wo man sich die Soße selber erstellen lassen kann, genauso wie Pommes und kleine Snacks. Auf der anderen Seite gibt es dann erstmal Fleisch, also in dem Fall jetzt Burger und Truthahn. Auch die Burger kann man sich, wie ihr sehen könnt, selbst zusammenstellen, also Salat, Gurken, Tomaten etc., so wie man es halt mag. Zu meiner Verwunderung war dann die Auswahl, was Süßkram anging, mittags geringer als morgens. Also es gab immer zahlreiche kleine Kuchen und Gebäck, aber zum Beispiel keine Donuts mehr. Also dafür gab es dann mittags mehr Obst als morgens. Die Auswahl war immer groß und man hat sich auch so ein bisschen ja, durch die verschiedenen Sachen durchprobiert. Aber ich hätte es gerne eher umgekehrt gehabt. Also sprich, das heißt morgens weniger Süßkram und mehr Obst und dafür mittags halt weniger Obst und mehr Süßes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber wäre. Vielleicht bin ich da auch ja, meiner Meinung ganz alleine, aber so wird es für mich halt mehr Sinn ergeben. Dann geht es wieder etwas zurück, denn in der Mitte gibt es auch noch zahlreiche Hauptgerichte und Beilagen. Ich muss sagen, dass ich nur zweimal mittags im Hauptrestaurant war. Das liegt zum einen daran, dass es verhältnismäßig weit weg vom Strand ist und zum anderen, dass ich bei den Snackbars meine Getränke direkt mitbestellen kann. Ich zeige euch jetzt die drei Alternativen, wenn man mittags im Hauptrestaurant nicht essen möchte, sondern halt Lust auf Snacks hat. Die erste Bar, wo man mittags Snacks in Form von à la carte Gerichten bekommt, ist die Splash Pool Bar. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr gibt es hier Snacks und in der Zeit von 19 bis 22 Uhr wird das hier ein à la carte Restaurant. Das Gebäude hat also eine Art Doppelfunktion. Mittags müssen die à la carte Restaurants im Übrigen auch nicht reserviert werden, das gilt nur für die à la carte Restaurants am Abend. Man geht also einfach hin, setzt sich und bestellt. In der Splash Pool Bar stehen dabei 14 Gerichte zur Auswahl plus Suppe und eine Salatbar. Was ich gut fand, dass die Portionen klein sind, also sind in meinen Augen eher Kinderteller. Der Vorteil ist zum einen, dass nicht so viel weggeschmissen wird, weil die meisten mittags dann doch keinen so großen Hunger haben. Und zum anderen dann, dass man, wenn man doch großen Hunger hat, weil man vielleicht ja, den ganzen Vormittag im Wasser war oder was auch immer, kann man sich durchprobieren und direkt zwei Sachen bestellen. Die zweite Snackbar ist das Gamila und das befindet sich direkt am Strand. Dort gibt es ebenfalls Snacks in der Zeit von 12 bis 17 Uhr und auch das Restaurant wird abends zu einem à la carte Restaurant umfunktioniert. Mittag gibt es hier allerdings keine à la carte Menüs, sondern ein ganz normales Buffet. Dort gibt es zum Beispiel immer einen Fleischspieß, entweder mit Hähnchen oder Kalb und dazu dann halt ein Fladenbrot. Ich habe mir daraus an einem Tag einfach mal einen kleinen Döner selbst gemacht, denn drinnen gibt es noch eine Salatbar, wo man auch verschiedene Soßen findet und ja, dann kann man einfach so ein bisschen kreativ werden. Was es ebenfalls dort täglich gibt, ist Pizza. Die findet man drin. Auch die lässt sich natürlich individuell belegen. Da muss man allerdings ein bisschen warten. Erfahrungsgemäß liegt immer nur Pizza Margherita und Paprika Pizza in der Auslage. Wer damit zufrieden ist, top. Der kann sich die nämlich direkt nehmen und muss nicht warten. Ansonsten dürfen natürlich Obst und Salate auch nicht fehlen, genauso wie eine Kaffee und eine Eismaschine. Die dritte und letzte Möglichkeit ist das Shakes and Bakes. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr gibt es hier auch à la carte Snacks. Anders als in der Splash Pool Bar gibt es hier aber keine Karte in Papierform, sondern die Menüs werden auf einem Bildschirm über dem Küchenbereich angezeigt. Zur Auswahl stehen verschiedene Burger, Pizza und Crepes. Die Burger und Pizzen waren auch sehr lecker. Was ich allerdings überhaupt nicht mochte, waren die in Anführungsstrichen Pommes. Das waren gefittelte Kartoffeln, aber leider einfach überhaupt nicht lecker. Weder am ersten noch am zweiten Tag. Die waren von innen noch gefühlt hart und schmeckten ja dementsprechend überhaupt nicht. Der Rest war aber wirklich super, vor allen Dingen auch, dass es dort einen Automaten gab, wo man sich selbst halt was zu trinken holen konnte. Kommen wir nun zum Abendessen im Hauptrestaurant. Das gibt es in der Zeit von 19 bis 22 Uhr und es werden sowohl auf der Außenterrasse wie auch im Innenbereich verschiedene Dinge angeboten. Zur Erinnerung, am ersten Abend muss man hier essen, denn man kann immer erst für den nächsten Tag ein à la carte Restaurant für den Abend reservieren. Ihr werdet aber sehen, dass sich das Restaurant überhaupt nicht vor den anderen verstecken muss. Ich starte jetzt mal von der rechten Seite und zeige euch, was es abends so gibt.
Das Restaurant ist im Übrigen noch nicht offiziell eröffnet, also wundert euch nicht, dass da halt ja fast keiner im Restaurant ist. Das Hotel erlaubt es aber Leuten, ein paar Minuten vorher ins Restaurant zu gehen, um Fotos oder Videos zu machen, bevor halt alle anfangen zu essen. Ganz in der Ecke ist schon mal die Eismaschine, das ist sehr wichtig abends, gerade jetzt bei den heißen Temperaturen. Auch abends gibt es wie gewohnt hier erstmal eine Menge Salate und Soßen, aber dann kommt mein absolutes Highlight, Sushi in allen Formen und Farben. Auf dem Video kommt es leider gar nicht so beeindruckend rüber, wie es wirklich war. Ich habe noch nie so viel Sushi auf einem Fleck gesehen. Selbst an Essstäbchen haben die gedacht, das fand ich besonders cool, auch wenn ich und viele andere damit nicht gegessen haben. Es war aber einfach ein nettes Detail und sowas mag ich. Wer jetzt vielleicht keinen rohen Fisch mag, der konnte sich auch frischen Fisch grillen lassen. Ansonsten gab es natürlich auch noch die typischen Klassiker, die in keinem Hotel fehlen dürfen, egal ob mittags oder abends, nämlich Pommes und verschiedene Nudeln. In der Mitte gab es dann auch noch zahlreiche Gerichte, allerdings habe ich die jetzt nicht mitgefilmt und auch nicht fotografiert, aber im Endeffekt stehen dann nochmal gut, ja, 10 bis 15 Gerichte sowie zahlreiche Beilagen zur Auswahl. Ich zeige euch aber noch den Außenbereich, denn dort gibt es auch noch ein paar Gerichte, unter anderem auch eines der besten, wie ich finde. Als letztes im Buffet folgen dann noch die süßen Sachen, genauso wie das Obst. Zum Schluss möchte ich euch auch einmal noch die Kinderecke zeigen. Die ist mir in den ersten 2 Tagen gar nicht aufgefallen. Hier ist alles ein wenig geschrumpft worden. Dadurch können Kinder selbstständig die Deckel öffnen, sich die unterschiedlichen Gerichte auch anschauen, um sich im Anschluss dann die Sachen auch selbst auf den Teller zu packen, ohne dass sie dafür vielleicht extra von Eltern getragen werden müssen. Ich finde das eine super Idee, denn ich stelle mir das schon etwas, ja, stressfreier vor für die Eltern. Und außerdem ist das Auge ja auch bei den Kindern mit. Was zur Entspannung auch vielleicht ein bisschen beiträgt, ist, dass die Stühle und Tische in dem Bereich zum Teil extra klein sind. Also die Eltern können auf normalen großen Stühlen sitzen und die Kinder halt direkt daneben an so extra kleinen Stühlen. Wer darauf aber keine Lust hat, der findet im Restaurant verteilt auch die normalen Hochstühle, um Kinder dann an den Erwachsenentisch zu setzen. Also ich finde die Umsetzung und auch die Idee echt toll. Da ich aber keine Kinder habe, wäre ich da mal auf eure Meinung gespannt. Also sind solche Kinderbereiche im Restaurant sinnvoll und erleichtern die euch in irgendeiner Form den Besuch? Oder ja, sind die lediglich schön zum Anschauen, aber nicht wirklich nützlich? Also wenn da Mütter und Väter mal etwas zu schreiben können, wäre das super. Im Kinderbereich gab es jetzt an dem Abend Nudeln, Tomatensoße, Pommes, Gemüsepüree, genauso wie Geflügelwürstchen und Hotdogs. Sowie auch eine Auswahl an Gemüse und verschiedenen Kuchen. Ich wollte es jetzt nochmal erwähnen, da man die Schilder im Video zum Teil nicht so gut lesen kann. Als letztes kommt dann noch der Außenbereich, nur zur Info bzw. als Gedankenstütze. Da es das Abendessen erst um 19 Uhr gibt, wird es dort in den Wintermonaten etwas kühl zum Entspannt sitzen. Also ich würde sagen, wer zwischen November und Ende Februar das Hotel buchen möchte, sollte entweder dafür einen Pullover einplanen oder lieber drinnen essen. Draußen gab es dann nochmal zahlreiche Dinge, wie zum Beispiel Rindersteaks, Kartoffelgratin oder auch gegrilltes Hähnchen. Für mich aber das mit Abstand beste Gericht dort war das Chicken Curry. Da hätte ich mich gefühlt echt reinlegen können. Also das war richtig gut und wenn ich jetzt so zurückdenke, bekomme ich da auch wieder richtig Lust drauf. Das war es jetzt mit dem Hauptrestaurant. Die Auswahl ist wirklich groß und da sollte eigentlich auch jeder was am ersten Abend finden. Jetzt zeige ich euch aber auch noch kurz die à la carte Restaurants und dann gebe ich euch mein persönliches Fazit. Ich gehe jetzt alle à la carte Restaurants kurz nacheinander durch, von der Lobby bis zum Strand. Das erste Restaurant heißt Frida und das ist der Mexikaner auf der Anlage. Der befindet sich direkt neben dem großen Hauptrestaurant. Allerdings ist der Eingang etwas versteckt. Also wenn man nicht weiß, dass da ein Restaurant ist, kann sein, je nachdem, wo man das Zimmer auch hat, dass man den ganzen Urlaub das Restaurant nie gesehen hat. Weder von innen noch von außen. Die Speisekarte bietet eine schöne Auswahl an, typisch mexikanischen Gerichten, wie zum Beispiel Tacos, Quesadillas oder auch Chili con Carne. Schön ist dort, dass man seinen Schärfegrad selbst wählen kann. Zum Restaurant kann ich aber nichts weiter sagen, da ich da selbst während meines Aufenthalts nicht gegessen habe. Das zweite à la carte Restaurant ist dann das La Terraza. Mittags ist es noch eine Poolbar und abends wird es zu einem Restaurant mit spanischer Küche. Hier gibt es zum Beispiel Paella, aber auch sehr gute Steaks. Im Restaurant selbst hatte ich jetzt aber keine Speisekarte, die ich abfotografieren konnte. Hier läuft alles über einen QR-Code. Den scannt man einfach mit dem Handy, ähnlich wie man auch die Reservierung zum Beispiel auf dem Zimmer machen kann. Und dann kann man sich sein Menü aussuchen. Den Link zum Restaurant bzw. zu allen Restaurants packe ich euch auch in die Beschreibung, genauso wie das Hotel natürlich. Jetzt kommt eins meiner Lieblings-à la carte Restaurants, das Manora. Wie der ein oder andere von euch weiß, liebe ich indisches Essen und vor allen Dingen, wenn es gut und scharf gewürzt ist. Hier kann man sich zwar seine Schärfestufe nicht selbst aussuchen, aber man kann sehen, welche Gerichte wirklich scharf sind und welche halt eher mild. Auch die Speisekarte findet man online über den Link. Wundert euch nicht über die Preise, die gelten für euch nicht. Für euch sind in den Restaurants alle Speisen kostenlos. Lediglich spezielle Weine oder halt Spirituosen kosten extra. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier mittags nicht schon essen kann, denn das Restaurant hat echt Potenzial und ist einfach super schön gemacht. Abends kann man das leider gar nicht alles so im Detail wahrnehmen. Dann kommen wir jetzt zum ersten à la carte Restaurant direkt am Strand, dem Manzoku. Dort gibt es asiatisches Essen und schaut euch mal an, wie cool das gemacht ist. Also als ich das erste Mal über die Anlage gelaufen bin, wusste ich, dass ich da auf jeden Fall essen möchte. Aber auch hier ist es wie beim Inder,
Wenn man dort abends sitzt, sieht man halt leider nicht so viel. Was etwas schade war, dass man abends, wenn man dort essen war, aufs Meer geschaut hat und einfach nur schwarz gesehen hat. Also ich war für eine schöne Aussicht beim Abendessen quasi einen Monat zu früh im Hotel. Wer unbedingt den Blick aufs Meer abends beim Essen haben möchte, der sollte das Hotel ab dem, ja ich sag mal, 1. Juni buchen und dann auch direkt den Tisch immer um 19 Uhr reservieren. Ansonsten wird man keine Chance haben, da die Sonne sonst immer um die Uhrzeit schon untergegangen ist. Also ab dem 1. Juli ist es dann gar kein Problem mehr, aber auch da würde ich immer um 19 Uhr den Tisch reservieren, da man am meisten dann von der Sonne und von dem Blick einfach hat. Das gilt im Übrigen auch für alle Restaurants im Hotel. Das Restaurant direkt daneben ist das Boulevard. Hierbei handelt es sich um ein Burgerhaus, welches quasi deutsches Essen sein soll. Als ich das erste Mal von den anderen Gästen auch gehört habe, musste ich schon so ein bisschen, ja, schmunzeln und lachen. Aber es ist schon sehr interessant, wie andere Länder das eigene Land so wahrnehmen. Die Speisekarte ist sehr überschaubar, aber dafür sind die Burger super. Auch wenn man extra Wünsche hat, werden die gut umgesetzt. Grüße gehen raus an alle, die auch keine Gurken oder Tomaten auf den Burgern mögen. Ihr wisst, was ich meine. Wenn man dann weiter am Strand entlang läuft, kommt das Gamila. Auch das ist ein Restaurant, wo man mittags seine Snacks bekommt und abends halt à la carte Gerichte. Es gibt also zwei Restaurants, die eine Doppelfunktion haben. Hier werden dann hauptsächlich orientalische Gerichte angeboten. Das letzte Restaurant am Strand ist dann das Nasaya. Hierbei handelt es sich um das einzige kostenpflichtige à la carte Restaurant. Alle anderen sind komplett kostenlos und können, wie gesagt, auch so oft während des Aufenthalts gebucht werden, wie man möchte. Auf der Speisekarte stehen viele Fischgerichte. Wer also keinen Fisch mag, der ist in der Auswahl dann doch etwas beschränkt. Ansonsten ist das Restaurant schön gemacht und man kann dort auch sehr gemütlich sitzen. Mein Tipp wäre aber trotzdem, wenn man sich an einem Abend entschließt, essen zu gehen, eher mal nach Hurghada Stadt zu fahren oder, was sich natürlich auch anbietet, sich in den Außenbereich der Sensu Mall zu setzen. Der Weg ist, wie in einem vorherigen Video gezeigt, schnell gelaufen und dort ist die Auswahl in den meisten Restaurants einfach größer, das Essen günstiger und man hat auch was anderes mal gesehen als nur das Hotel. Aber das ist nur mein Tipp. Ich habe vor kurzem auch ein Video gemacht, wo ich meine 5 Lieblingsrestaurants mal gezeigt und vorgestellt habe. Vielleicht ist da ja was Passendes für euch dabei. Ansonsten gibt es natürlich noch zahlreiche andere Restaurants in und um Hurghada. Als nächstes à la carte Restaurant gibt es dann noch das Basilico, was ein Italiener sein soll. Das befindet sich dann schon auf dem Gelände vom Sunrise Garden Beach. Es kann aber auch von den Gästen vom Sunrise Mamluk kostenlos benutzt und gebucht werden. Auch dieses Restaurant besitzt keine Speisekarte mehr in Papierform, sondern hat halt einen QR-Code zum Scannen. Den Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. An einem Abend habe ich mir dort als Vorspeise Tomate Mozzarella bestellt und als Hauptgericht dann ein Steak mit Pfeffersoße. Beides war wirklich sehr, sehr lecker. Der Nachtisch war dann eine Kuchenkollektion. Diese war aber ja leider echt nicht so gut. Also weder geschmacklich noch von der Konsistenz hat mich das irgendwie überzeugt, aber Geschmäcker sind halt verschieden und an einem schlechten Kuchen, ja, soll es jetzt nicht scheitern. Ich bin gerade im Videoschnitt und mir ist aufgefallen, dass es auch noch den Mongolen im Sunrise Garden Beach Hotel gibt. Dort bekommt man mittags Snacks und abends ebenfalls à la carte Gerichte. Ich muss aber sagen, ich war jetzt während meines Aufenthalts nicht so oft drüben auf der Anlage und mir ist das Restaurant daher auch entfallen. Der einzige Grund, warum ich oft drüber gegangen bin, war mittags das Bogenschießen. Daher kann ich zum Essen dort nichts sagen. Vielleicht war ja schon einer von euch mal im Hotel und in dem Restaurant und kann dazu was sagen. Das wäre bestimmt für den einen oder anderen hilfreich, der das Video schaut. Wer jetzt vielleicht sehr, sehr spät ins Hotel kommt, der kann zum Nachtbuffet ins Hauptrestaurant gehen. Das gibt es täglich von 22:30 Uhr bis 1 Uhr nachts. Dort ist die Auswahl zwar etwas reduziert, aber man kann dort trotzdem noch lecker essen und satt werden. Es gibt meistens Nudeln, Reis sowie ein, zwei Fleischgerichte dazu. Ansonsten ist die Auswahl, was Salat angeht, auch noch sehr groß. Nur bei Obst und Kuchen ist man doch stark limitiert. Aber wie war das noch? Um die Uhrzeit soll man ja eh keinen Zucker mehr essen. Nee, Spaß beiseite. Also sollte man so spät ankommen, dann will man meistens ja eh nur noch schnell irgendwas essen, um dann schnell einzuschlafen und am nächsten Tag halt früh morgens den Tag zu nutzen. Dass es um die Uhrzeit keine 20 Hauptgerichte mehr gibt, ja, kann sich jeder wahrscheinlich auch selbst denken. Zu den Bars möchte ich auch noch 3, 4 Sätze verlieren. Der Service dort ist super, egal ob in der Lobby, auf der Anlage selbst oder am Strand. Ich hatte meine Getränke immer sehr zügig. Und ja, da ich keinen Alkohol trinke, sind für mich Softdrinks wie zum Beispiel jetzt Cola Zero oder Sprite wie Bier für andere und auch ein Zeichen für Urlaub bei mir. Also ich hatte im Hotel immer meine Drinks mit ausreichend Kohlensäure, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, denn Cola ohne Kohlensäure ist einfach absolut ekelhaft. Also wer da sehr pingelig wie ich ist, den kann ich beruhigen. Was ich ebenfalls noch sehr cool finde, ist, dass es eine Bar halt im Wasser gibt. Leider haben viele Hotels das in den letzten Jahren aus, ja, welchen Gründen auch immer abgeschafft, aber hier gibt es das noch. Auch dass es eine Bar direkt am Strand im Sand gibt, ist einfach nur super. Für mich auch ein absolutes Muss, wenn ich ein Strandhotel buche. Leider hat das ja nicht mehr jedes Hotel im Blue Spa zum Beispiel, was halt neu gebaut wurde, ja, wurde darauf verzichtet, was ich halt damals sehr, sehr schade fand und auch kritisiert habe. Wer mag, der kann im Sentido Mamluk auch Importalkohol kaufen, also Jack Daniels, Johnnie Walker und Co.
Die Preise dafür kann man online nachschauen. Wie die Preise jetzt allerdings im Verhältnis zu anderen Hotels sind, kann ich nicht genau sagen, da ich halt wie gesagt keinen Alkohol trinke. Aber ich glaube, dass diejenigen, die halt ja unbedingt Bock haben auf den Drink XY, auch bereit sind, 5 oder 10 € dafür halt zu zahlen. Wenn man das nicht ist, dann muss man sich halt entweder eine Flasche pro Person mitnehmen oder halt einfach drauf verzichten. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Fazit über das Sentidum am Look Palace. Insgesamt war ich mit allem sehr zufrieden, egal ob morgens, mittags oder abends. Die Auswahl und die Qualität der Speisen und Getränke war super. Besonders die große Auswahl an unterschiedlichen à la carte Restaurants am Abend war einfach nur top. Wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, wo ich alle 2 Jahre dann irgendwie 12 bis 14 Tage Urlaub gemacht habe, dann würde die Zeit halt gerade ausreichen, um jedes Restaurant einmal zu besuchen, was halt wirklich super ist. Denn viel länger bleiben ja dann doch die wenigsten. Ich müsste online mal nachschauen, aber die durchschnittliche Reisezeit ist wahrscheinlich sogar eher 10 statt 14 Tage heutzutage. Wer also 14 Tage plant, dem wird vom Essen her auf jeden Fall nicht langweilig. Ein, zwei Tage geht man wahrscheinlich sowieso raus und ja, damit hat man dann die perfekte Kombination. Morgens beim Frühstücken haben mich aber vor allem gestört, dass es halt keinen Getränkespender für Softdrinks gab. Mittags und abends gibt es zahlreiche Alternativen, wo man halt essen gehen kann, aber morgens halt leider nicht. Das heißt, man muss immer einen Kellner rufen, wenn man zum Beispiel eine Cola oder eine Apfelschorle haben möchte. An sich ist das kein Problem, vor allen Dingen nicht, wenn man, ja, wie gesagt, nicht gerade zur Hauptstoßzeit frühstücken geht. Aber mich stört es einfach, wenn ich jedes Mal dafür extra einen Kellner fragen muss. Morgens möchte ich am liebsten, bevor ich halt gegessen habe, meine Ruhe haben und mit niemandem groß quatschen. Und wenn ich dann für meine Getränke jedes Mal einen Kellner rufen muss, ist mir das einfach schon ein bisschen unangenehm und stört auch so ein bisschen meine, ja, morgendliche Ruhe. Ihr könnt ja immer in die Kommentare schreiben, ob ich hier der einzige Morgenmuffel bin oder ob es unter euch noch ein paar andere gibt. Aber ich glaube, dass man es sowohl den Gästen als auch den Kellnern einfacher macht, wenn man dort einfach einen Automaten aufstellt. Einer mehr oder weniger im Hotel ist ja auch egal. Also kosten tun die Dinger ja auch nichts mehr. Das Einzige, was wirklich vom Essen her negativ aufgefallen ist, waren die Pommes in der Poolbar, einfach weil sie nicht richtig durch waren. Genauso wie vielleicht die kleinen Kuchen hier und da, aber das ist halt Geschmackssache. Also da probiere ich mich durch und erfahrungsgemäß sind 70% der Sachen gut und 30% der Sachen schmecken überhaupt nicht. Aber das ist jetzt halt nicht in dem Hotel speziell so, sondern halt ja eigentlich in jedem Hotel. Besonders cool fand ich auch noch, dass ich nicht jeden Abend zur Rezeption laufen musste, um mein Restaurant für den nächsten Abend zu reservieren. Das ging halt super easy mit dem Handy vom Zimmer aus. Hier könnte man meiner Meinung nach noch die Speisekarte hinzufügen, sodass man auch weiß, was man vorher erwarten kann, aber es gibt halt bestimmt auch einige von euch, die sich gerne überraschen lassen, wenn sie dann im Restaurant sitzen. Das Essenskonzept an sich fand ich auch sehr gut, vor allen Dingen, dass man halt 8 von 9 à la carte Restaurants kostenlos öfters buchen kann. Ich finde es immer ärgerlich, wenn es viele Restaurants auf dem Hotelgelände gibt, man dann aber nur in eins oder zwei kostenlos gehen kann. Das haben die hier wirklich schön umgesetzt. Das Jazz Aquaviva bleibt für mich, was das Essen angeht, aber immer noch ungeschlagen. Dort war es aber halt genau so. Man durfte je nach Aufenthaltsdauer nur ein, zwei oder dreimal abends kostenlos in einem à la carte Restaurant essen. Alle anderen oder alle weiteren Besuche musste man dort dann extra bezahlen. Beide Hotelkonzepte sind irgendwo in Ordnung und sinnvoll. Es gibt Vor- und Nachteile, aber man sollte halt vorher Bescheid wissen, was einen vor Ort erwartet. Nur weil zum Beispiel auf einer Website steht, es gibt 10 Restaurants im Hotel, heißt das hier in Ägypten nicht automatisch, dass man halt auch alle 10 kostenlos nutzen darf. Daher sollte man sich vorher immer ein bisschen informieren, vor allem wenn man einen großen Fokus auf das Essen legt. Abschließend möchte ich auch noch die Strandbar loben. Der Service und die Servicekräfte dort sind echt auf Zack und man hat trotz hoher Gästezahl immer relativ zügig seine Getränke. Außerdem ist die Bar mitten im Sand und so optisch einfach ein Hingucker. Ja, das war es jetzt zum Essen und zu den Getränken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und konnte euch so ein bisschen weiterhelfen und bis zum nächsten Vlog.